In dem Video hier zeige ich dir, wie ich den Wurfarm einsetze, um Willi besser vorzubereiten auf das Thema Transport im Schutzdienst. Ich bin ein großer Freund davon, Dinge in Ruhe vorzubereiten, wenn es geht, zu Hause im Garten oder im Wohnzimmer. Und dann erst in einem späteren Schritt auf den Hundeplatz zu transferieren. Das hat eine ganze Reihe von Vorteilen. Ich habe das sehr erfolgreich beispielsweise gemacht beim Verweisen von Gegenständen. Ich zeige dir das Video mal. Das Verweisen von Gegenständen habe ich im Wohnzimmer vorbereitet und das klappt mittlerweile eben draußen auf der Wiese und auch im Acker. Also sehr, sehr gut. Ja, und jetzt hier geht es um das Thema Schutzdiensttransport und wie ich das mit dem Wurfarm vorbereite. Zeige ich dir jetzt, die Sequenz läuft jetzt gleich los und ich werde die on the fly ja, sozusagen kommentieren. Vorab noch ganz kurz die Info, ich mache immer sonntags ein Video und manchmal auch unter der Woche. Und wenn du magst, abonniere gerne den Kanal und klicke auf die Glocke, damit du kein Video mehr verpasst. Denn ich mache nicht nur Videos zum Thema Hundesport, sondern auch ganz allgemeine Videos, beispielsweise der Hund alleine zu Hause oder der Hund in der Stadt oder Leinenführigkeit oder das Thema Aggression. Also nicht nur Sportvideos, sondern eben auch allgemein Videos zum Leben mit einem Hund, insbesondere mit einem High-Drive-Hund wie einem Malinois. Ja, und jetzt genug der Vorrede. Es geht los. Diesmal jetzt mit einem Thema zum IGP-Sport, zum Schutzdienst. Los geht's. So, das, was ich jetzt hier zeige, habe ich von meinem alten Freund Alfredo De Marco. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Den habe ich nämlich nach 35 Jahren wieder getroffen über den Hundesport. Ich fange an, indem ich einen Hetzarm, einen Wurfarm, an dem der Hund sich nicht verletzen kann, in die Mitte lege und mit Willi im Kreis um diesen Hetzarm herumgehe. Ja, die Hand ist außen beim Kommando Fuß als Hilfe. Man sieht das jetzt gleich sehr schön. Und bei dem Wort Helfer nehme ich die Hand nach innen und der Willi darf auf den Hetzarm schauen. Da sieht man es. Dann kommt wieder Fuß. Er muss wieder zu mir schauen. Okay, natürlich achte ich auch auf die Position, dass er hier ordentlich Fuß läuft. Der läuft ein bisschen weit vorne immer noch leider. So, dann kommt wieder Helfer, die Hand geht nach innen, Fuß, die Hand geht wieder nach außen. Ja, und wahlweise bestätige ich den Willi dann, entweder wenn er schön zu mir hoch sieht mit Pack, dann darf er sich den Arm nehmen, wie jetzt gerade. Ja, oder eben Helfer und dann darf er packen. Ja, die Variante hier ist mit einer Person. Wenn man einen mutigen Schwiegersohn hat, dann kann man den auch bitten, den Hetzarm zu halten, den Wurfarm hier. Damit wird das für den Hund ein bisschen authentischer. Hier sieht man wieder, Helfer, der Willi schaut, darf dann schauen und dann bekommt die Bestätigung mit Pack. So, eine andere Variante oder Weiterentwicklung, je nachdem wie man es sehen will, Richtung Rückentransport. Man geht gerade auf den Hetzarm zu und dann kommt das Kommando Pack, wenn der Hund den Hetzarm entsprechend eben ansieht, fixiert. War gerade hier im Bild zu sehen. Auch diese Variante geht mit einer Hilfsperson. Das muss jetzt kein ausgebildeter Figurant sein. Der sollte halt nur A, keine Angst haben und B, den Arm nur am äußersten Ende anfassen. So, es war jetzt gerade hier nicht so schön zu sehen, darum nochmal das Gleiche in die andere Richtung. Kommando Fuß, Helfer, die Hand geht nach innen. Wir gehen los, das Wort Transport.
Der Hund sieht sich den, sieht was? Den Helfer, sieht den Arm und zack, gut, kommt die Bestätigung. Das war's eigentlich danke, schon. Gerne. Ja, ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.